Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Barmo-Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Ja, heute geht es um ein ganz besonderes Fahrzeug und zwar um den Alpina B10 Biturbo. Doch bevor wir anfangen, gibt es noch ein Thema in eigener Sache und dieses sieht wie folgt aus. Jetzt aufgepasst, ihr wollt euch einen Neu- oder Gebrauchtwagen finanzieren oder habt dies bereits und wollt wissen, ob ihr bei einem anderen Anbieter Geld sparen könnt? Dann geh jetzt in die Videobeschreibung und schau bei unserem Partner tarifcheck.de vorbei. Tarifcheck.de vergleicht zahlreiche Anbieter, um für dich die besten Konditionen zu finden. Gib einfach den Betrag deines Wunschfahrzeuges ein, wähle, ob es sich um ein Gebraucht- oder Neufahrzeug handelt und lass dir direkt die mögliche Ratenhöhe und die Zinsen anzeigen. So leicht war Vergleich noch nie. Wenn du über unseren Link einen besseren Tarif findest, kannst du unseren Kanal kostenlos unterstützen und sparst dabei sogar noch bare Münze. Das ist immerhin einen kleinen Blick wert. Also vergleiche jetzt auf tarifcheck.de, Link ganz oben in der Videobeschreibung. Und nun weiter zum Video. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, könnt ihr mit einem Klick auf den Link in der Videobeschreibung einen Finanzierungsvergleich machen und schauen, bei welcher Bank ihr die besten Konditionen und Zinsen für eine Fahrzeugfinanzierung bekommt. Wenn ihr also plant, euch ein Fahrzeug zuzulegen oder eure bestehende Fahrzeugfinanzierung abzulösen, dann klickt auf den Link und macht einen Vergleich. Es lohnt sich. So, genug geredet, Freunde. Fangen wir endlich mit dem Video an. Let's go! Alpina B10 Biturbo E34. Unser erstes richtiges Video über ein Alpina-Fahrzeug startet mit dem Alpina schlechthin, dem B10 Biturbo. Dieses Fahrzeug war bei seiner Einführung im Jahre 1989 die schnellste Serienlimousine der Welt und blieb es auch 6 Jahre lang, bis er 1995 vom Porsche Turbo abgelöst wurde. Dieses Fahrzeug war seiner Zeit sehr weit voraus und stellte alles, was es damals in der oberen Mittelklasse zu kaufen gab, schlichtweg in den Schatten. Selbst der E34 M5 mit all seinen Leistungsstufen sah gegen dieses Fahrzeug alt aus. Doch wie schaffte es Alpina, ein solch bemerkenswertes Fahrzeug zu bauen? In den 80ern nahmen sich die Ingenieure von Alpina einen BMW E34 535i und setzten sich das Ziel, das technisch anspruchsvollste und leistungsstärkste Fahrzeug der oberen Mittelklasse zu konstruieren. Anders als heute musste man vor 30 Jahren noch richtig Hand anlegen, wenn man exklusive Fahrzeuge mit überdurchschnittlichen Fahrleistungen und höherer Performance anbieten wollte. Man war also gezwungen, den Hubraum zu erweitern, einen größeren Motor mit mehr Zylindern zu verbauen oder den bestehenden Motor anzupassen und aufzuladen. Wie der Name es schon verrät, entschied man sich bei Alpina für Letzteres, was wahrscheinlich die beste Entscheidung war, die man treffen konnte. Also nahm sich Alpina das M30B35R6 Triebwerk aus dem BMW-Regal und konzipierte den 3,4 Liter 12-Ventiler so um, dass man nicht einen, sondern gleich zwei Turbolader verbauen konnte. Es gab jedoch ein Problem. Die Ansaugkonstruktion des M30 Triebwerks war thermisch gesehen nicht gerade vorteilhaft für einen Turboumbau, weswegen man sich bei Alpina dazu entschied, den Ansaugtrakt zu modifizieren und einzelne Komponenten umzupositionieren. Denn so konnte man gewährleisten, dass sich die Wärmeentwicklung im Krümmerbereich nicht negativ auf die Ladeluft auswirken konnte. Als Turbolader kamen zwei Garrett T25 zum Einsatz. Diese hatten die Besonderheit, dass deren Wellenlager wassergekühlt waren. So war man dazu in der Lage, eine zusätzliche Wasserpumpe zu verbauen, welche die Lader auch nach dem Abstellen des Motors noch weiter herunterkühlte. In den späten 80ern und frühen 90ern einfach nur genial. Für das Runterkühlen der Ladeluft während der Fahrt setzte man einen Ladeluftkühler zentral hinter die Serienschürze und hübschte das Ganze mit einer Alpina-eigenen Frontlippe samt großzügigem Lufteinlass auf. Abgasseitig kam eine doppelflutige Abgasanlage samt 100 Zellen Metallcuts zum Einsatz. Wie ihr merkt, wurde hier nichts dem Zufall überlassen. Mit all diesen Maßnahmen brachte Alpina den B10 Biturbo auf 360 PS und 520 Newtonmeter Drehmoment. Werksangabe. Denn viele Besitzer und Kenner des B10 Biturbo berichten nach Leistungsmessungen von 380 bis 385 PS. Für das Jahr 1989 einfach unglaublich. Auch sonst wurde alles an diesem Fahrzeug auf maximale Funktion ausgelegt. Was die Genialität der Alpina-Ingenieure zum Beispiel ebenfalls verdeutlicht, ist das sogenannte Dampfrad. Das Dampfrad war ein kleines Potentiometer, welches über dem ASC-Taster in der Mittelkonsole zu finden war. Damit konnte man selbst in Echtzeit manuell den Ladedruck variieren. Noch einmal zum Mitschreiben. Man konnte mit diesem kleinen Regler den Ladedruck anpassen und somit auch die Leistung bestimmen. Stufenlos.
Stellte man das Dampfrad auf die Minimalposition, leistete der Wagen statt den angegebenen 360 PS nur noch zwischen 290 und 300 PS. Das war zum einen sehr gut, um die Turbolader zu entlasten und zum anderen auch optimal dafür, um den Verbrauch zu senken. Aber nicht nur das Dampfrad hatte eine clevere Funktion, sondern auch die zusätzliche Kühlung für das Differential. Denn hinter der Heckschürze schaffte Alpina einen Kühlkreislauf für das Differentialöl und bekam somit auch die Temperaturen des Hinterachsgetriebes unter Kontrolle. Und nur noch mal zur Erinnerung, das hat Alpina vor 31 Jahren verbaut. Da der B10B Turbo ein enormes Drehmoment entwickelte, musste auch ein speziell für den B10B Turbo gefertigtes Getriebe her. Diese Aufgabe übernahm Getrag und schaffte mit dem 290er ein 5-Gang-Schaltgetriebe, was den Anforderungen gerecht werden konnte. Zudem bekam die Hinterachse des B Turbos das Sperrdifferential aus dem BMW E34 M5 mit 25% Sperrwirkung spendiert und auch die Bremsanlage wurde den Anforderungen des B-Turbos angepasst. Während Alpina in Sachen Technik das Maximum an Machbarkeit anstrebte, sah es in Sachen Optik eher zurückhaltender aus. Denn an sich war der B10B Turbo optisch gesehen eigentlich nur ein Serienfünfer, der mit einer speziellen Frontlippe, speziellen Modellschildern und Logos, Alpina Klassikfelgen, einem speziellen Heckspoiler und auf Wunsch mit Alpina Streifen an der Karosse aufwartete. Ansonsten war dieses Fahrzeug pures Understatement. Nur die wenigsten Menschen hätten die brachiale Power hinter diesem genialen Fahrzeug damals erahnen können. Und genau das ist bis heute das Ziel von Alpina, exklusive Businessfahrzeuge zu bauen, die der Inbegriff von Understatement sind. Auch im Interieur hat Alpina viele nützliche und exklusive Features mitgeliefert. Neben dem vorhin erwähnten Dampfrad durfte natürlich das obligatorische Typenschild nicht fehlen. Beim Thema Lenkrad setzte Alpina auf ein eigenes Design, das von Momo gefertigt wurde und auch der Schaltknauf, den wir bis heute kennen, gehörte zur Serie. Aber was den B10B Turbo im Innenraum nochmal zusätzlich auszeichnete, war das Zusatzinstrument von VDO. Mit diesem bekam der Fahrer auf der linken Seite einmal die Öltemperatur und den Öldruck und auf der rechten Seite den Ladedruck und die Differentialöltemperatur angezeigt. Wichtige Parameter, die bei einem solch hochtechnisierten Fahrzeug unabdingbar waren. Aber schauen wir uns doch mal die Zahlen und Daten des Alpina B10B Turbo noch einmal genauer an. Leistungstechnisch hatte der B-Turbo, wie erwähnt, 360 PS Leistung, 520 Newtonmeter Drehmoment, kam mit einem 3,4 Liter Reihen-Sechszylinder-Triebwerk mit B-Turbo-Aufladung, wog 1695 Kilogramm, hatte eine V-Max von ungefähr 290 km/h, beschleunigte in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 und verbrauchte kombiniert zwischen 12,5 und 13 Liter. Außerdem verfügte der B10B Turbo über einen Zusatztank, durch den man ganze 110 Liter Sprit tanken konnte. Langstreckentauglichkeit par excellence. Zum Abschluss sehen wir uns noch den Bavmo Power Index an, um festzustellen, wie performant der B10B Turbo war. Mit allen Daten kamen wir auf einen Bavmo Power Index Wert von 110. Zum Vergleich, der BMW E34 M5 mit dem 3,8 Liter Triebwerk kommt auf einen Wert von 80. Dieser Unterschied zeigt auf, was für ein geniales und legendäres Fahrzeug Alpina zu der Zeit mit dem B10B Turbo auf die Beine gestellt hatte. Ein solch hochtechnisiertes Fahrzeug war eine absolute Ausnahmeerscheinung. Vor allem, wenn man den Preis betrachtet. Denn mit dem Marktstart kostete der B10B Turbo stolze 133.333 Mark in der Basis. Inflationsbereinigt wären das heute 123.800 Euro. Wie man sich sicherlich vorstellen kann, gibt es nur sehr wenig Auswahl, was den B-Turbo betrifft und das, was noch zu bekommen ist, ist nicht unter 50.000 zu haben. Tendenz steigend. Ja, Freunde, und damit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Was mich jetzt aber noch brennend interessieren würde, Hand aufs Herz, wer von euch würde jetzt gerne einen B10B Turbo fahren? Spricht er euch jetzt mehr an als der E34 M5? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt kostenlos tun. Und wenn ihr Lust auf Autotalk habt, dann folgt uns doch gerne auf Twitch. Dort werden wir ab Februar regelmäßig für euch streamen und auf eure Fahrzeuge reagieren. Einen Link zu all unseren Social Media Profilen findet ihr in der Videobeschreibung. Und übrigens, der B10B Turbo, der hier im Video zu sehen war, ist ebenfalls hier unten verlinkt. Also wenn irgendeiner von euch Interesse hat, sich dieses Fahrzeug zuzulegen, einfach unten klicken und mal vorbeischauen. Also Freunde, vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ino von Bavmo.